Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich weiß, ein ganz, ganz ungewohnter Anblick. Ich mit offenen Haaren. Oh mein Gott, das gibt es so selten. Aber ihr merkt schon, ich muss sie nach hinten machen. Ich kann es nicht ab. Ja, meine Lieben, heute, das haben sich auch ganz, ganz viele gewünscht, möchte ich euch mal einen kompletten Alltagslook schminken. Auch wenn ich für mich im Alltag meistens kein Full-Face-Make-up mache. Einfach nur mal einen komplett natürlicheren Look und das verbinde ich gleich mit einem Full-Face-Drogerie. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig Drogerieprodukte bei mir in der Sammlung, aber die ihr jetzt sehen werdet, sind wirklich so die, die mich unglaublich überzeugt haben. Also im Endeffekt sind es auch wirklich Drogerie-Favoriten. Bei ein, zwei Marken muss ich halt ein bisschen schummeln, weil sie mal Drogerie waren. Love zum Beispiel. Ich werde heute auf jeden Fall auch einen super natürlichen Augenlook schminken. Gerade so ein bisschen diese Richtung Charlotte Tilbury, was ich ja absolut liebe, wo ich immer sage, ich würde mir so wünschen, dass ich eine flache Augenfläche hätte, also ein flaches Lid. Bei mir ist es ja so ein bisschen schwierig, Sachen schön gleichmäßig nach oben auszublenden, weil ich einfach so einen Cut drin habe durch meine Knochen. Ihr könnt das sehen. Also meine Augen liegen extrem tief in den Augen und dadurch jetzt perfektes Beispiel, Naked Tutorials hat halt wie so eine Leinwand, so eine ganz gerade Fläche. Bei mir ist halt immer ein Cut drin. Deswegen ist es bei mir mal ein bisschen schwer zu sehen. Ich muss immer dann nach oben gucken, um euch das zu zeigen, wie der Effekt ist. Ich finde, bei anderen geht das oft viel, viel besser. Und ich liebe es einfach, Schimmertöne so auszublenden. Und deswegen, das möchte ich euch heute ein bisschen zeigen. Einfach so den Stil, den ich einfach unglaublich gerne mag, wenn ich mal was schminke. Ja, was zwar natürlich ist, aber ein bisschen schicker trotzdem. Wisst ihr, was ich meine? Und dazu möchte ich vor allem in erster Linie diese Palette hier benutzen. Da wolltet ihr unbedingt auch nochmal was zu sehen. Genau, und würde sagen, wir starten einfach mal. Ja, ich habe jetzt die einzigen Primer wirklich aus der Drogerie. Das sind diese hier. Hier fangen wir schon gleich mit Love an, weil ich finde Love-Produkt einfach toll. Ich mag den Geruch, auch wenn hier viel mit Duftstoffen gearbeitet wird. Den Aura Glow Primer, den muss ich aber aussortieren leider. Ich finde den super, aber ich bin einfach viel zu warm dafür. Und der tatsächlich hinterlässt so einen leichten Farbeinschlag, beziehungsweise ja, verändert doch so ein bisschen die Farbe von der Foundation auch darunter. Deswegen, ich finde den sehr, 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 sehr gut, aber hat einfach zu viel eigene Farbe. Einen, den ich sehr gerne mag, wo dann so ein bisschen auch Schimmerpartikel mit drin sind. Unter der Foundation finde ich das ganz schön, ist der Hyaluronic Serum Primer Radiant Glow. Also es ist wirklich, das sind leichte Schimmerpartikel drin, weil ihr habt hier eben auch diese Schimmerperlen mit drin. Finde ich sehr schön. Würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es das hier auch noch in Gold geben würde. Und das Produkt ist super flüssig. Genau, und das packe ich mir einfach mal als Primer. Es ist wirklich ein sau, ja, dünner Primer, der mehr pflegt und jetzt nicht großartig mattiert oder glatt filtert. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch der einzige Primer aus der Drogerie. Übrigens, wenn ihr wirklich tolle Empfehlungen habt, Sachen, wo ihr sagt, ja, Alena, schau dir das mal an mit deinen, ich sag mal, Ansprüchen, weil ich habe halt eben auch wirklich ein Produkt, das ist schon relativ hohe Ansprüche, könnte dir das und das aus der Drogerie sehr gefallen. Also falls ihr Empfehlungen habt, Tipps habt für die verschiedenen Kategorien, immer her damit. Da freue ich mich sehr, immer mehr testen zu können. Ja, ich mag das, dass der Primer so ein bisschen sticky wird. Love it. Und das nutze ich auch gleich aus, um sofort mit der Foundation weiterzumachen. Mein absoluter Favorit momentan, nicht nur in der Drogerie, sondern generell in meiner Foundation-Sammlung. Das finde ich unglaublich, dass es eine Foundation für 3,50 Euro ist. Vielen Dank, liebe Nicole von Nikki Beauty auf Instagram, die mir da mal eine Probe zugeschickt hat. Und ich habe mich so verliebt. Dieser Ton ist momentan leider leicht zu dunkel für mich. Das ist die 05 Natural Toffee Hammer Foundation. So pflegend, hat einen mega Weichzeichner-Effekt, einen tollen, gerade diese 05 Natural Toffee. Ich verlinke euch auch alle Produkte unten, könnt ihr bei Rossmann bestellen. Ja, toller Olivton. Ist mir momentan ein bisschen zu dunkel. Ich habe mir, kleiner Tipp, schaut mal hier, ich habe mir die Foundation selber angemischt. Das heißt, ich habe bei Amazon, ich kann euch das auch verlinken, mir solche Behälter gekauft, die man quasi selber befüllen kann. Und dann wird das mit Unterdruck, wenn man das einmal zugemacht hat, wird das hochgepumpt. Hier habe ich mir selber aus dieser hier ein ganz bisschen Gelb habe ich mit reingemischt. Das ist von Face Atelier. Ich verlinke euch auch diese Sachen, mit denen ich mische unten. Und noch von LA Girl. Das ist einmal weiße Foundation. Habe ich da auch noch mit reingemischt. Einfach um den Ton einfach nur aufzuhellen. Dann verändert ihr nicht die Untertöne, sondern ihr hält es einfach auf. Also wenn ihr wirklich einen geilen, geilen Unterton gefunden habt. Ich habe zum Beispiel auch die von Anastasia Beverly Hills und 270C. Bester Unterton mit für mich. Ist mir immer zu dunkel. Packe ich die ein bisschen rein. Genau, die sitzt also ein bisschen gelb, habe ich mit reingemischt. Und ein bisschen weiß. Und habe mir jetzt quasi meinen perfekten Ton angemischt und habe eine kleine Foundation. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, wie ihr das machen könnt. Wie gesagt, diese Verpackungen verlinke ich euch unten mal.
kommen aus China. Müsst ihr selber wissen, ob ihr das unterstützen wollt. Aber ich fand das echt praktisch. Genau. Und so nehme ich mir ein bisschen Foundation raus. Könnt ihr schon sehen. Könnt ihr das sehen? Richtig doller Oliv-Unterton. Hammer. Und einfach ein bisschen Weiß reinmischen. Zack, habt ihr eine hellere Variante. So, ich nehme hier von Leni Brush den Foundation Buffer. Der ist super gut, finde ich. Auch ein sehr günstiger Pinsel. Die Foundation ist erstmal relativ fest. Also so von der Konsistenz her. Die ist aber so pflegend. Man muss den Geruch mögen. Das habe ich schon oft erwähnt. Also das ist, glaube ich, so ein Geruch. Entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. Ich liebe ihn. Ich glaube, ich mache das doch mit dem Sponge. Meine Haut ist momentan ein bisschen zu trocken. Deswegen angefeuchteter Sponge. Übrigens auch aus der Drogerie. Für mich der allerbeste Sponge auf dem Markt ist von NYX. Ich verlinke den euch unten für, ich glaube, 7 Euro oder 8 Euro. Der ist so gut. Außer ihr mögt super weiche Sponges, so wie Beauty Blender. Ich bin überhaupt gar kein Fan mehr vom Beauty Blender. Die Foundation ist so, so gut. Ich kann es immer noch nicht glauben. Sie hat nicht die beste Haltbarkeit. Also ich sag mal so 5 bis 6 Stunden schaffe ich mit ihr. Aber ist jetzt nicht so, wenn ich was super lange halten möchte, dann greife ich zum Beispiel auf meine Urban Decay zurück. Aber dieses Finish von der Haut, das ist unglaublich. Hat so eine leichte bis mittlere Deckkraft, sehr schön, Weichzeichner-Effekt. Ja, verbindet sich unglaublich mit der Haut. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Foundation hatte, die so gut an mir aussah. Und das für 3,50 Euro. Könnt ihr das sehen, wie perfekt dieser Ton jetzt ist? Hammer, Hammer, Hammer. Deswegen, das mit dem Mischen, ich kann euch darüber auch nochmal ein separates Video drehen, wie ich genau meine Foundations mische. So, an Concealer muss ich sagen, bin ich ein bisschen von der Drogerie abgewichen. Ich habe jetzt nur noch einen und zwei hatte ich mir tatsächlich auch nachgekauft. Von Catrice, der Liquid Camouflage, der bei mir wirklich sehr gut funktioniert. Ich weiß, dass es nicht bei jedem so ist und viele ihn auch zu trocken finden. Ich habe hier die Farbe 020 Light Beige. Ja, aber wenn ich das jetzt auch jetzt wieder, ich habe den schon länger jetzt wieder nicht benutzt. Der sieht so Bombe aus bei mir und bei mir verrutscht er auch überhaupt nicht. Also ich weiß, dass einige Probleme damit haben, dass der wohl sehr in die Fältchen rutscht. Das habe ich gar nicht. Also der funktioniert für mich wirklich Bombe. Ich habe lange, lange auch den Fit Me Concealer von Maybelline benutzt, eher als pflegende Variante, auch als günstigere Variante zu meinem Liebling von NARS, den Radiant Creamy Concealer. Ich glaube, den Maybelline muss ich mir auch nochmal nachkaufen. Den habe ich auch schon länger jetzt nicht mehr, weil der leer war. So, jetzt kommen wir zu einem Puder, wo ich hin und weg bin. Dieses Puder ist so, so gut, gerade für die Unteraugenpartie. Und zwar ist es von Revolution Pro das Hydra Matte Translucent Setting Powder. Es fragen immer alle, was für Pinsel ich immer benutze für dieses Puder. Das sind hauptsächlich immer welche, die genau diese Form haben. Ich habe die von verschiedenen Marken. Das ist jetzt von Leni Brush, auch der Tapered Highlighter. Ich finde die immer perfekt, um das zu setten. Das Puder ist weiß, aber soll translucent sein. Ich finde es schön, weil es hat tatsächlich einen leicht aufhellenden Effekt und ich tupfe das dann mal so rein. Hat so ein leichtes, so ein kleines Netz. Ja, ich brauche davon auch eine sehr, sehr dünne Schicht. Ich habe hiermit überhaupt nicht das Problem, dass es meine Haut trockener macht, dass es sich auch so schichtet. Zum Beispiel das von Hourglass. Ich probiere es, ich will es mögen. Ich will es wirklich mögen, aber von Hourglass, wenn ich das ein bisschen mehr benutze und nochmal rübergehe, dann schichtet sich das so komisch und es kommen so dicke Stellen, das mag ich, also ich weiß nicht, wieso, ich komme damit nicht klar. Das hat das hier halt überhaupt nicht. Also für mich momentan das beste Loose Powder, was ich aus der Drogerie getestet habe. Es sieht so flawless aus. So, wir kommen zum Bronzer. Ich muss sagen, aus der Drogerie direkt ein Bronzer, außer als der von Hatice Schmidt. Das ist wirklich vom Farbton her einer meiner absoluten Favoriten, aber das fände ich einfach unfair, das hier mit reinzunehmen, weil man ihn nicht mehr bekommt, was ich sehr, sehr schade finde. Love hat jetzt einen neuen Bronzer rausgebracht. Sagt mir mal, wie weit der vom Ton von dem von Hatice Schmidt entfernt ist, wenn ihr den habt. Da soll wohl auch eine kühlere Variante dabei sein. Ich finde es sehr, sehr schade. Der einzige Bronzer, der wirklich, sage ich mal, preislich noch so an dieses Drogerie rankommt, ich glaube, es gibt es sogar mittlerweile in Drogerie, oder? Habe ich jedenfalls gesehen letztens. Von Physicians Formula. Genau, der Butter Bronzer. Ich habe hier die hellste Farbe. Ich muss sagen, es ist nicht mehr mein absoluter Liebling. Der Ton ist schön. Ich mag den Geruch nicht. Ja, es ist trotzdem ein unglaublich, ist wirklich so buttery einfach, unglaublich wie Butter. Und den Unterton, ich fand den wirklich vor ein, zwei Jahren unglaublich schön, ist nicht mehr so perfekt. Also ich muss wirklich sagen, wenn man den von Hatice Schmidt und Love hat, der ist einfach der Beste.
Nein, aber der Ton hier ist trotzdem sehr, 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 sehr schön. Ja, und er lässt sich einfach unglaublich toll verarbeiten. Aber sonst habe ich jetzt nicht groß noch was aus der Drogerie. Also wenn ihr da noch Empfehlungen habt, wo ihr sagt, jo, das kommt so ungefähr an den Ton von Hatice Schmidt und Love, das ist so das, was ich einfach momentan liebe, dann freue ich mich über jede Empfehlung. So, wir kommen zum Blush. Auch hier muss ich ein bisschen schummeln, weil ich glaube, es ist noch nirgendwo bei uns in der Drogerie, aber es ist definitiv preislich Drogerieniveau. Milani. Ich habe jetzt schon wieder letztens angefangen, den zu benutzen. Dieses Finish ist, ist ein Traum. Es ist einer der besten Finishes, die ich in meiner gesamten Sammlung habe. Und zwar ist das der Luminoso Baked Powder Blush. Ich habe von dieser Reihe auch andere Töne ausprobiert, aber ich muss wirklich sagen, es hat keiner dieses Finish. Also wenn ihr andere probiert, die sind dann ein bisschen mehr glittery oder haben so einen Schimmeranteil. Das hier ist purer Glow, der hier mit drin ist. Toller Peach-Ton, auch wenn das nicht immer mein absoluter Favorit ist, je nach Augen-Make-up. Aber dieser Finish ist ein absoluter Traum. Ja, und das, was ich hier gerne mag, ist, dass man hier wirklich reingehen kann, ohne nachher auf dem Gesicht zu viel zu haben. Und das ist ein Problem, was ich in der Drogerie ganz oft habe, dass sie so überpigmentiert sind oder so lose sind, dass man auf einmal so viel Farbe auf einem Fleck hat und das erstmal probieren muss, schön zu verblenden. Das mag ich bei Blush überhaupt nicht. Und der ist so perfekt soft zum Aufbauen, hat einen Glow, ganz, ganz tolles Finish und wirklich kein bisschen Schimmerpartikel, also was ganz, ganz Natürliches. Das ist für mich immer schon seit Jahren, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der schon in meiner Sammlung ist, Ewigkeiten. So, und wir kommen zum Highlighter. Ich muss sagen, aus der Drogerie selber habe ich fast gar nichts mehr, außer eben, ihr wisst, ich liebe sie, meine Glorious, The Glorious Palette von Love. Ich verlinke euch auch das unten. Meine absoluten Lieblinge, diese beiden Highlighter. Einmal so ein Glow Soft Powder. Und das hier ist wirklich ein Metallic Highlighter, der auch super schön ist. Ja, ich habe hier tatsächlich gerade alle meine Highlighter liegen, weil ich noch eine Highlighter-Sammlung abdrehen wollte. Ich glaube, sonst viel aus der Drogerie habe ich nicht mehr. Das war's, glaube ich. Luvia Cosmetics kann ich empfehlen. Kann ich euch auch unten verlinken. Ja, preislich wirklich, glaube ich, der beste Deal, den ich hier preislich habe, ist definitiv in meinen Augen die Luvia Cosmetics Palette. Finish Bombe, hat wirklich Kraft, trotzdem Glow, unglaublich feine Partikel. Also man hat hier nicht das Gefühl, man hat einen Bam Highlighter. Also die von Maxim, die Palette, die ist halt krass. Das ist eher was Unnatürliches. Diese hier sind wesentlich feiner und anders wirklich nochmal vom Finish her. Also ich kenne auch keine Palette, wo man so viele schöne natürliche Töne hat. Hier kann man wirklich den größten Teil benutzen und mit so einer tollen Qualität für so wenig Geld. Ich verlinke euch das, könnt ihr bei Amazon bestellen. Mein Lieblingston ist momentan wirklich dieser hier. Den mische ich so ein ganz bisschen mit dem. Die sind ein bisschen pudrig, auch sehr doll parfümiert. Das geht aber natürlich dann weg. Und die sind so soft und natürlich. Mega, ich liebe das, dass man hier einfach nicht so viel Metallic hat. Und trotzdem aber so einen Bam-Effekt erzielen kann. Erinnert mich so vom Finish her ein bisschen an den von Nabla, muss ich sagen. Also diesen weichen, aber trotzdem dollen Effekt. Und auf die höchsten Spitzen gehe ich immer noch mit dem Gelbton. Der sieht zwar ein bisschen gelb aus, aber der ist schön, schön hell. Unglaublich schön, auch im Sommer finde ich diesen Ton hier. Der ist so toll. Es geht, erinnert mich so ein bisschen an den Opal von Becker. Und den verteile ich hier nochmal immer ein bisschen gröber, hier hinten so auf dem Bronzer. Im Sommer auf gebräunter Haut sieht der Ton wunderschön aus. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Palette, die ich schon seit Ewigkeiten jedem empfehle. So, und bevor wir zu den Augenbrauen kommen, Setting Spray. Ich habe hier zwei Setting Sprays stehen, die ich sehr, sehr empfehlen kann, die ich beide sehr gerne mag. Einmal, wenn ich ein bisschen was Glowigeres haben möchte, definitiv von Love. Also ich glaube, so günstig, wenn man es jetzt auf 100 ml hochrechnet, was ja die meisten Setting Sprays auch im High-End-Bereich anbieten, ist es nicht das günstigste. Ich kann es aber trotzdem mega empfehlen. Ihr seht, es ist schon wieder leerer geworden, also ich liebe es, benutze es so häufig. Und es hat den perfekten Sprühkopf. Ja, also wenn ich meine Foundation alles nochmal so ein bisschen glowiger haben möchte, dann benutze ich das. Das sieht so mega aus. Ich liebe dieses Setting Spray. Ja, also seht ihr, wie toll das jetzt alles noch miteinander verschmilzt und einfach nochmal glowiger aussieht. Ich liebe. Also das ist für mich wirklich meine ganz, ganz große Liebe unter all meinen Setting Sprays. Anderes, was ich immer, immer, immer lieber mag, ist das von Morphe. Also preislich auch noch absolut im Rahmen. Hier sind 82,8 ml drin. Das ist halt ein ganz anderer Schnack. Also man hat halt durchgängig einen Sprühnebel, ohne dass man ab immer wieder drücken muss. Und der ist feiner. Ich muss aber sagen, ich finde das wirklich immer, immer besser. Ja.
Ja, also beides definitiv auch preislich, wenn man es auf die Milliliter hochrechnet, glaube ich, ungefähr gleich. Wie gesagt, ich verlinke euch das. Ich weiß es jetzt direkt aus dem Kopf nicht. Aber beide Setting Sprays, die ich sehr, sehr gern mag. Aber mein absoluter Favorit definitiv das 3-in-1 Prime & Fix Spray von Love. Das ist nicht die matte Version. Es gibt auch noch etwas, da steht Matte mit drauf. Das ist die nicht. So, wir kommen zu den Augenbrauen. Ganz, ganz große Liebe von mir geworden. Wenn ich was für den Alltag mache, dann reicht mir meistens eben so ein sehr dünner, ja, Augenbrauenstift. Ihr wisst, wie sehr ich meine von Kiss liebe. Die sind halt sehr, sehr hart und relativ trocken und man muss schon mit Druck, ja, arbeiten, aber man kriegt dadurch ein sehr, sehr natürliches Ergebnis. Momentan fahre ich tatsächlich wieder so ein bisschen mehr auf die cremigere Variante ab und ich habe mich so sehr in den von Maybelline verliebt, und zwar ist das der Brow Precise Brow Micro Pencil in der Farbe Blond. Richtig, richtig schöner Unterton, auch gefällt mir sehr gut. Also ich brauche hier wirklich nicht viel Druck, gehe hier einfach durch die Härchen, da wo ich meine Stellen habe, wo keine Haare sind, fülle die aus. Könnt ihr ja sehen, wie schnell das ging, und das sieht einfach unglaublich natürlich aus, ohne dass ich jetzt wie bei den von Kiss, die ich immer noch liebe, aber momentan mag ich das hier irgendwie lieber. Ja, wichtig ist, dass man hier nicht zu viel Druck nimmt, weil er eben relativ cremig ist. Sondern es geht so schnell. Schaut euch das an. Ich bin wirklich nur ganz leicht rüber. So ein bisschen da, wo ich Lücken habe. Und gerade hier hinten, und deswegen mag ich dieses cremigere momentan viel, viel lieber, ist, wenn ich hier hinten jetzt mehr Druck ausübe, kommt viel mehr Farbe und gleichmäßiger Farbe runter. Und man möchte eigentlich, wenn man eine natürlich aussehende Augenbraue haben möchte, hier vorne ein bisschen, ja, offener haben, nicht ganz so deckend, ja, vielleicht ein bisschen heller, und hinten ein bisschen verdunkeln und dichter die Farbe einfach haben. Und vorne eben nur ganz leicht reingehen und man hat sofort so einen Verlauf in Richtung dunkler und dichter. Und das macht, finde ich, Natürlichkeit aus. Ja, also momentan definitiv mein absoluter Liebling hier aus der Drogerie von Maybelline, der Brow Precise. Mega Farbe, mega Unterton, mega Textur. Love it. Augenbrauengel, muss ich sagen, habe ich aus der Drogerie noch kein gutes gefunden. Falls ihr da eine Empfehlung habt, immer her damit. Aber die Sachen, die ich bis jetzt aus der Drogerie probiert habe, haben mich nie überzeugt. So gar nicht. So, und bevor wir ganz zum Schluss zu den Augen kommen, möchte ich noch einmal die Lippen schminken. Auch da würde ich mich selber Empfehlungen freuen, weil ich bei Lippenprodukten, finde ich, gibt es einfach so ein Riesenangebot gefunden. Ich suche vor allem, ich habe jetzt hier, der ist aber schon alt, ich weiß, den gibt es schon gar nicht mehr von Kiko, die Farbe 300. Mittlerweile haben sie, glaube ich, ein anderes System. Ganz, ganz toller Ton. Also falls ihr nochmal so einen super neutralen Braunton oder so einen Beige-Braunton ohne rötlichen Stich, ohne Pinkstich, ohne Peachstich als Lipliner aus der Drogerie habt, der wirklich braun ist und neutral ist, bitte her damit. Wirklich. Ich suche danach, ich finde es nicht, weil ich finde, Drogerie ist immer sehr, sehr pinklastig. Also immer vom Unterton entweder rötlich. Selbst die Nude-Töne sind immer sehr pinky. Ja, also falls ihr da noch Empfehlungen habt, bitte, bitte her damit. Ja, also ihr merkt, wenn es um Lippenprodukte geht, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für euch, wenn es um Empfehlungen aus der Drogerie geht. Was mir jemand empfohlen hatte, waren diese hier von Essence. Und zwar die Velvet Matte Lipsticks in der Farbe 01. Donuts Go Nut. Das ist eine sehr schöne Farbe. Ja, aber auch hier könnt ihr sehen, wenn ich hier drüber gehe, der Unterschied von dem wirklich neutralen oder eher bräunlicheren Lip Liner zu dem Lippenstift, der hat wieder, obwohl es, man guckt drauf und denkt, oh, so ein richtig schöner bräunlicher Nude-Ton, aber er hat auch wieder so einen leichten Pink-Einschlag. Und das kritisiere ich ganz, 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 ganz stark in der Drogerie. Ganz tolle Textur, sehr samtig, seidig. Fühlt sich klasse an auf den Lippen. Und obwohl meine Lippen momentan so spinnen und so kaputt sind, sieht man davon nicht viel. Ganz, ganz tolle Textur, relativ mattes Finish, obwohl er sehr cremig ist und bleibt. Mag ich sehr gerne. So, wir kommen zu den Augen. So, auch wenn ich immer von Joie meinen Concealer nehme, nehmen wir heute mal den von Catrice. Das soll ja hier Drogerie bleiben. Ja, und obwohl er so dünn ist, hat er eben trotzdem eine sehr gute Deckkraft, um das hier alles auszugleichen. So, und wir kommen zu der Hallo Berlin Palette. Ja, ich hatte euch schon mal in meinem Hatice Schmidt Video demonstriert, wie die Grüntöne funktionieren. Ich liebe sie immer noch. Wirklich richtig tolle Arbeit für eine 7-Euro Palette. Halleluja. Also was die da rausgehauen haben, ist echt nicht von schlechten Eltern. Das Einzige, wo ich sagen muss, was mir ein bisschen fehlt, ist eine schöne, neutralere Transition Farbe, weil die ist schon relativ dunkel. Aber ich mische die mal mit diesem helleren Ton. So ein bisschen mischen. Und damit gehe ich dann, ich schminke, wie gesagt, jetzt so meinen Standard-Look, den ich mit vielen Paletten immer so schminke, dass ich einfach so eine schöne Transition-Farbe, seht ihr das, wie perfekt, zack, soft verblendet. Diese Lidschatten sind so saugut, ich kann es nicht glauben, echt.
So, was ich jetzt mache, ist einmal komplett über das ganze Lid zu gehen, indem ich die beiden mische. Ja, ich nehme jetzt diese beiden Farben hier gemischt. Also der alleine wäre mir zu golden einfach für den Alltag. Deswegen, ich mische die zwei und das kommt erstmal komplett übers ganze Lid. So, und dann nehme ich einen Pinsel, nehme die Farbe, die hellere, auf den Pinsel, sprühe das dann mit der Farbe an. Geh nochmal rein. Und das ziehe ich dann so leicht nach oben aus. Und diesen, ich sag mal, Charlotte Tilbury Look, den bekommt man eben am besten hin, indem man das so ein bisschen ansprüht, weil dann kriegt es mehr dieses Finish. Und ich ziehe das hier einfach so leicht rein, dass alles miteinander super ja, verblendet wird, ineinander übergeht. Und dann nehme ich diesen Ton hier, der mehr so einen Satin-Finish hat. Und der kommt dann nochmal komplett nach innen und das ziehe ich auch. Das heißt, ich lasse das auch hier, auch diesen helleren Ton, nicht auf dem Lid, sondern ziehe das auch komplett hier rein. So, habe es wieder ein bisschen angesprüht, dass es intensiver wird. Und dann kommt so ein richtiger Scheineffekt raus. Ich liebe das. Und wieder schön nach außen hin ausblenden. Oh. Und das sieht nachher einfach so schön aus. So, und dann nehme ich diesen Verblenderpinsel von eben gerade und gehe nochmal rüber, dass sich alles so richtig schön miteinander verblendet. So, ich habe ein bisschen die Helligkeit runtergestellt, dann könnt ihr das wesentlich besser sehen. Dann gehe ich hier in diesen flaumbraunen Ton rein und dann wird hier immer noch so ein bisschen im Außenwinkel verdichtet. Da liebe ich es einfach so ein bisschen diese Katzenaugenform zu gehen, indem ich das so leicht hochziehe und auch hier so ganz leicht so ein V nach außen. Und wenn man es jetzt noch mal dunkler haben möchte, dann würde man vielleicht noch mal in Schwarz reingehen, um das hier noch mehr zu verdunkeln. Seht ihr das? So ein ganz hauchminimal. Ist bei mir mit meinen tiefen Augen nicht immer so ratsam. Also je tiefer die Augen sind, umso weniger sollte man vielleicht auch mit Schwarz arbeiten. Sondern gehe ich einfach nur noch mal mit dem dunkleren lila Ton oder Flaumton mal hier so ein bisschen an der Seite lang. Und nach innen werde ich wieder heller und zwar wieder mit diesen Schimmertönen. Und ganz nach innen wieder diesen Satin-Highlighter-Ton. So, es fehlen jetzt nur noch Eyeliner und Mascara. Als Eyeliner, ich muss sagen, finde ich sehr, sehr gut. Den benutze ich sehr gerne mittlerweile. Ist der Essence 24 Ever Ink Liner Intense Black. Der ist auch relativ neu rausgekommen. Könnte ein bisschen längere, weichere Spitze haben. Das sage ich auch immer wieder, wenn ihr den seht. Aber ich finde das Produkt trotzdem unglaublich gut. Weil er einfach so schön schwarz ist. Schön runtertrocknet. Mega pigmentiert, kein Glanz hat oder sowas, das mag ich sehr, sehr gerne. Spitze könnte ein bisschen für mich einfach von meinem Geschmack her besser sein. Ja, auch hier, ich gehe wirklich nur an den Rand dran, lasse das alles ein bisschen kleiner, natürlicher. Ja, und hier merke ich halt, mit der Spitze komme ich hier hinten nicht ganz so gut klar. Aber ich finde trotzdem vom Produkt her ein mega, mega Ergebnis. So, und wenn wir zu Mascara kommen, ihr wisst, mein absoluter Holy Grail schon seit Jahren ist von Max Factor, die Masterpiece. Hammer, Hammer, Hammer. Aber es gibt einen momentan, die der ganz, ganz stark Konkurrenz macht. Und zwar ist es die Bye Bye Panda Eyes von Essence, die neue Long Lasting und Smudge Proof Formula. Diese ist wirklich 100% Smudge Proof. Mega genial. Also wenn ihr mit Abdrücke Probleme habt, ich finde auch, die lässt sich toll layern, ohne Fliegenbeine zu machen. Also finde ich richtig, richtig toll, diese Mascara. Die Bürste, ja, ist gut. Könnte besser sein, aber das Produkt ist einfach wirklich der Hammer. Also ihr könnt sehen, wenn ich jetzt so ein paar Mal rüber gehe, richtig schöne, natürliche, sehr dünne Wimpern. Ich lasse das ein bisschen antrocknen, gehe rüber und dann verdichte ich sie quasi dadurch immer mehr. Also es ist keine Volumenmascara, die schön dicke, dichte Wimpern macht, aber es ist mehr so eine natürliche, trennende, in die Länge gehende Mascara. So, jetzt gehe ich hier schon wieder mit einer zweiten Schicht rüber. Und das finde ich bei der toll, man kann sie gut layern. Und es wird einfach jetzt leicht mehr. Also ihr kriegt keine mega dicken, voluminösen Wimpern hin, aber sehr, sehr schön getrennt. Ja, meine Lieben, und das ist mein eher natürlicher Glamour-Look, Alltags-Glamour-Look, würde ich fast sagen. Also oh, sehr, sehr schön. Ich mag das, wie soft diese Eyeshadows miteinander verblendet sind. Und oh, diese schöne helle Metallic. Dieser Satin-Ton aus der Palette ist wirklich
Wirklich mega. So, meine Lieben, und das war auch mein Video. Ein Full-Face-Drogerie-Make-up. Zwar jetzt nicht der Mega-Alltagslook, aber schon, ich sag mal, so ein eher natürlicher Glam-Look. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Das gehört tatsächlich so von dem Stil her mit zu meinen absoluten Favoriten-Looks. Und ich finde, die Produkte, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, die brauchen sich absolut nicht verstecken gegenüber der High-End-Produkte. Deswegen, ich bin unglaublich, unglaublich zufrieden mit diesem Look. Ja, meine Lieben, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich freue mich auch sehr auf eure ganzen Empfehlungen, falls ihr mir noch was aus der Drogerie empfehlen könnt. Ja, und solltet ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein, dann könnt ihr das hier sehr gerne nachholen. Und vergesst auch nicht, die Glocke einzuschalten, dass ihr kein Video mehr verpasst. Hier könnt ihr noch mein letztes Video schauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!